gefährlich Death Metal werden kann, zeigt die Verhaftung des Musikers Grab Grischnak, wie ihn seine vielen Fans nennen. Er wurde im Mai in Oslo zu 21 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er einen Konkurrenten aus der Szene brutal erstochen hat. Damit nicht genug. Der Graf legte auch Feuer. Um genau 6 Uhr am 6. Tag im 6. Monat, also im Juni 1992, brannte die Fantoft-Kirche in Bergen nieder. 666, das steht für das Böse, für den Antichristen im Neuen Testament. Thank you.
1993, attacks against churches carried on throughout Norway, and on the 10th of August, Count Grishnak made the national headlines again when he stabbed to death the leader of Mayhem, an opposing black metal band. To this day, a total of 13 people have already been prosecuted for arson, and this year alone, 14 Norwegian churches were targets of attacks. Thank you.
Krishnak wurde aus dem Verkehr gezogen, doch vor Gericht drohte er, seine junge Brandarmee werde weitermachen.